Hallo und herzlichst willkommen, liebe Zuschauer, auf YouTube Koran Studium. Es freut mich, dass Sie sich heute wieder eingeschaltet haben, nach so langer Pause. Ja, ich habe mir einen Urlaub gegönnt, war in der Türkei für knapp 4 Wochen. Ja, und jetzt bin ich wieder da und jetzt wollen wir auch wieder gemeinsam den Koran studieren. Wir waren das letzte Mal stehen geblieben, Sie werden sich noch erinnern, in der Sure 4, das ist die Sure Al-Mutasir, nach der offenbarten chronologischen Reihenfolge. Und die wollen wir nochmal lesen. Die hatten wir, glaube ich, das letzte Mal schon mal gelesen gehabt, die Verse von 1 bis 7, aber es macht ja nichts. Die lesen wir noch einmal. Ja, hier heißt es im Vers 1 der Sure Mutasir: O Eingehüllter, auf geht's, steh auf und warne und deinen Rab bzw. deinen Erschaffer verherrliche und reinige deine Kleidung und bewahre dich vor Verunreinigungen und gute Taten tue, ohne in Erwartung einer Belohnung, und halte sie niemanden vor. Und tue dies für deinen Rab und sei geduldig. Ja, zunächst einmal, ich glaube, das hatten wir auch in den letzten oder hatte ich in dem letzten Videobeitrag auch schon gesagt, die Koranbotschaft ist weder zeitlich begrenzt oder auf eine bestimmte Zeit zugeschnitten oder festgehalten, sondern ist zeitlos. Hier diese Koranbotschaft ist ganz offensichtlich ja eine direkte Ansprache oder direkte Anweisungen, die den Propheten Mohammed im Grunde genommen betreffen. Das geht ganz klar aus diesen ersten Versen dieser Sure hervor. Aber jetzt, wenn wir heute als Leser, als Koranleser immer sagen würden, ja, das betrifft uns nicht, das betrifft eben den Propheten Mohammed oder das betrifft den Propheten Jesus oder da ist jetzt irgendeiner gemeint, beispielsweise Gefährten des Propheten oder da ist jetzt einer gemeint, Widersacher des Propheten, ja, da könnten wir die Hälfte der Koranbotschaft im Grunde genommen auf Seite stellen und sagen, die geht uns nichts an, die betrifft uns nicht heute. Ja, das war zeitlich in jener Zeit, die ist damals eben als Botschaft verkündet worden, oder ja, und heute betrifft sie uns nicht mehr. Oder diese Personen, die gibt es heute nicht mehr. Wir könnten viele Koranverse, sehr viele Koranverse so übergehen, weil wir sagen könnten, im Grunde genommen, die betreffen uns ja heute nicht mehr. Da ist ja eben der Prophet gemeint gewesen. Ja, aber so ist das nicht. So kann ich mir das nicht vorstellen. Dann hätte sich Gott über die Hälfte, sage ich jetzt mal, der Koranschriften sparen können. Diese gehen uns heute wohl was an. So bin ich der Meinung. Und ja, und aus dieser Perspektive betrachtet, müssen wir schauen, ja, was ist da für eine Botschaft für uns heute? Ja, und die ist ganz eindeutig, meine ich, denn für uns gilt genauso, wie damals für den Propheten, eben rauszugehen und die Gottesherrlichkeit zu verkünden. Ja, dabei, wenn wir eben diese Missionierung machen, denn es ist ja nichts anderes als eine Missionierung im Grunde genommen, dann sollen wir darauf achten, dass wir auch dabei gut gekleidet sind, auf einen
auf ein gepflegtes Äußeres quasi sollten wir hier achten, sagt Gott. Und wir sollen aufpassen, dass wir uns nicht verunreinigen, also dass wir nicht vom Wege abkommen, dass wir nicht von der Botschaft des Korans oder Gottes beziehungsweise abkommen. Und tun sollen wir all dies ohne in Erwartung einer Belohnung. Ja? Denn nur für unseren Herrn, für unseren Erschaffer, für ihn sollen wir das tun und dabei geduldig sein. Kennen Sie die Zeugen Jehovas? Also, wenn ich die so beobachte, dann machen die genau das, was hier in den Versen 1 bis 7 steht. Die machen das in der Tat, wenn Sie die schon mal gesehen haben. In der Regel sind sie in den Städtern, wo sich eben sehr viel Publikum, Menschen eben aufhalten, also wo sehr viel, was sagt man dazu, Laufkundschaft. Na, Kundschaft kann man ja nicht sagen, das sind ja keine Kunden für die Zeugen Jehovas. Nein, eben Menschen sich befinden. Ja, da stellen sie eben ihre Ständer auf und bieten ihre Hefte an, ja, und bieten das Gespräch an und verkünden im Grunde genommen die Herrlichkeit Gottes. Ja, sie warnen davor, dass die Zeit dieses Systems bald abgelaufen sein wird und das System Gottes ersetzt werden wird. Also dieses System durch das Gesetz, das System Gottes ersetzt wird. Ja, dass eben das Ende nahe ist quasi. Das verkünden sie und warnen davor. Ja, im Grunde genommen machen sie all genau das, was eben der Koran hier in diesen Versen 1 bis 7 uns Muslimen vorgibt. Ja, könnte man meinen, die haben den Koran gelesen und befolgen das, ja. Ja, okay. Jetzt möchten wir das aber ganz bodenständig, ganz nüchtern mal, so PHP auch diese Verse jetzt mal aber nochmal durchgehen. Hier in Vers 3 heißt es, und deinen Rab erschaffe verherrliche. Jetzt muss man sich aber wirklich an der Stelle mal Gedanken machen, wie kann ein Gott von jemandem verlangen, der gerade erst einmal drei Verse von 114 Versen des Korans gelesen hat, dann da sind wir im Augenblick, wir sind im vierten Vers, in der vierten Sure, pardon, und haben erst mal drei Suren erst gelesen, wenn wir eben in der vierten erst sind. Und und jetzt in den ersten Versen der Sure oder beziehungsweise in der dritten, im dritten Vers der Sure 4 verlangt Gott von uns, ihn zu verherrlichen. Wie soll das möglich sein? Also wenn wir tatsächlich mit Bedacht und hinterfragend jetzt diese Verse lesen, müssen wir doch folglich und vernünftigerweise sagen, das geht nicht. Ja, ich habe erst einmal eben drei Suren gelesen. Ja? Das sind vielleicht 96, glaube ich, oder 95, 96 Verse bis dahin. Jetzt soll ich schon so weit sein, so gläubig schon sein, dass ich Gott verherrliche in der Öffentlichkeit und sogar missionieren tue. Das kann nicht funktionieren. Das kann Gott von einem Menschen nicht verlangen. Und selbst wenn er es verlangt, dass ich glaube, kaum ein Mensch wäre da bereit dazu zu sagen, ja, also jetzt bin ich schon so gläubig, dass ich selbst sogar missionieren kann. Das kann nicht funktionieren. Selbst wenn er das machen würde, der würde Unsinn erzählen. Er kennt ja den Koran noch gar nicht. Ja? Da sind ja noch 114 Suren und Tausende von Versen noch, die er noch gar nicht gelesen hat.
Das kann nicht gehen. Das kann nicht gut gehen. Das wird auch kein vernünftiger Mensch machen. Weil er einfach noch nicht gläubig sein kann. Also einer, der jetzt sagt, okay, ich habe mir jetzt vorgenommen, ich möchte den Koran lesen und ich möchte, dass mich der Koran überzeugt, ja, und ich eben ein Muslim werde. Und ich genau ein rechtschaffener Mensch werde und eben gottgefällig mein Leben fortführen möchte. Von da ab. Aber erst muss ich überzeugt werden und diese Überzeugung muss der Koran erbringen. Das klingt jetzt vielleicht ein bisschen krass, ja, muss der Koran erbringen, aber tatsächlich, wir haben sonst nichts anderes in der Hand als Quelle, wo wir sagen könnten, ja, das überzeugt mich. Anders war es zur Zeit der Propheten, also Jesus konnte ganz tolle Wunder vollbringen, ja, und die Menschen, die das gesehen haben, wie er Tote zum Beispiel ja erweckt hat, wieder zum Leben, ja, wenn man das gesehen hat, dann könnte man durchaus gläubig werden, ja, oder Moses, wie er eben das Meer spaltet und dann die Israeliten da durchgehen, ne? Wenn man solche Wunder gesehen hat, dann kann man sagen, ja, okay, ich glaube. Also da ist tatsächlich, ja, aber wir heute haben ja diese Möglichkeiten gar nicht. Wir haben ja nur als Quelle die heiligen Bücher, in diesem Fall den Koran. Und der Koran kann uns noch in der dritten Sure oder in drei Suren noch gar nicht so überzeugt haben, dass wir in die Öffentlichkeit gehen und missionieren und Gott verherrlichen. Also das ist sehr fraglich und darauf habe ich jetzt auch gar keine Antwort, wo ich sagen könnte, ja, so ist es und so muss man das verstehen. Außer vielleicht jener Ansatz, den ich jetzt machen möchte. Wir müssen den Koran in Najms habe ich, glaube ich, im letzten Teil schon versucht zu erklären. Also, Najms ist ein Teil, ja? Ein Offenbarungsteil. Innerhalb einer Sure können mehrere Najms vorhanden sein, also mehrere, das ein Thema vollständig behandelt. Und hier wird ein Thema vollständig behandelt, nämlich das Thema der Missionierung. Die Reihenfolge ist von daher, wenn wir das in Form dieser Najms, also die von mir konzipierte Leseart, die ich jetzt bereits im letzten Mal kurz vorgestellt habe und hier versuche noch einmal zu erklären, wenn wir das in dieser Form, auf diese Art lesen, in Form von Najms, dann ist es im Grunde genommen egal, in welcher Reihenfolge wir das lesen, ja. Ob wir das in der chronologisch offenbarten Reihenfolge lesen oder ob wir das eben so in der gängigen, meist verbreiteten Reihenfolge, wie wir sie eben heute vorfinden, lesen, da spielt das dann gar keine Rolle mehr. Denn wir lesen immer nur themenmäßig. Ja? Das ist ein abgeschlossenes Thema. Es behandelt eben die Missionierung. So, ich als vernünftiger Mensch weiß jetzt jedoch, dass ich noch gar nicht in der Lage bin zu missionieren und auch gar nicht in der Lage bin, Gott zu verherrlichen. Ich kenne Gott noch gar nicht. Ja? Genauso ist es, wenn ich kurz mal abweichen darf, Muslime sagen zum Beispiel, ich bezeuge, dass Allah der einzige und allmächtige Herr Gott ist, und dass der Prophet Mohammed sein Gesandter ist. Wie kann ich sowas bezeugen? Das geht doch gar nicht. Also bezeugen kann ich doch nur etwas, wenn ich Zeuge von etwas bin. Ne? Wenn ich ein Augenzeuge Beispiel bin oder ich habe etwas gehört, wo ich ganz sicher bin und sagen kann und bezeugen kann, ich habe das gehört oder ich habe das gesehen.
Ich habe aber Gott doch nicht gesehen. Wie kann ich bezeugen, dass Gott der allerhöchste Gott ist und dass der Prophet Mohammed der Gesandte des Propheten ist? Ich kann das glauben. Das ist was anderes, klar. Aber bezeugen ist schon wieder eine andere Nummer. Das ist eine ganz andere Geschichte. Ne? Bezeugen, ja, wenn Sie mal im Duden nachsehen, was es heißt, bezeugen, ja, dann werden Sie mir wohl recht geben, dass das so nicht gehen kann. Ja, und genauso hier auch in diesem Fall, Gott zu verherrlichen, ja, da gehört schon einiges dazu, bevor ich so weit bin. Wenn ich natürlich wenn mich der Koran überzeugt, wenn ich den Koran gelesen habe und der Koran überzeugt mich, dass es ein Buch ist, das nur von Gott geschrieben sein kann, ja, dann kann ich hergehen und sagen, ich verherrliche Gott. Ich glaube jetzt, ich bin jetzt in meinem Glauben so fest und überzeugt, ich verherrliche Gott und ich verkünde und in der Öffentlichkeit seine Herrlichkeit. Ja, dann kann ich mir das vorstellen. Also das ist jetzt ein Erklärungsansatz gewesen von mir, wie man das eben interpretieren kann und wie man eben dazu kommen kann, Gott zu verherrlichen. Ja, das soll es auch schon gewesen sein für heute. Nächsten Mal machen wir dann weiter ab der Sure, ab dem Vers 8, und da werden Sie sehen, es ist dann wieder ein völlig anderes Thema, ja, obwohl es innerhalb dieser Sure ist, aber es ist ein ganz anderes Thema, ein ganz anderer Najm, also Teil, ein ganz anderer, ja, ein Teil, ich wüsste nicht, was ich dazu anders sagen könnte. Najm heißt ein Teil, ein Stück, eine Reihenfolge. Ja, genau. Und in diesem Sinne, vielen Dank für das Zuschauen, liebe Zuschauer, liebe Freunde. Ich freue mich auf das nächste Mal. Bis dahin. Tschüss.